So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Alpha Saphir. Was mir aufgefallen ist in der letzten Folge ist natürlich, dass ich einige Wege ignoriert habe bisher. Und die habe ich vor, auf jeden Fall nachzuholen, bevor wir die Arena-Leiterin machen. Also dementsprechend, sobald ich hier mit diesen Trainern auf dieser Route gekämpft habe. Mein Pokémon ist richtig stark. Wie sieht's mit deinem Team aus? So, Vogelfänger. Der hat einen Wablu. Ich weiß nicht, haben wir gegen das Team oben gekämpft? Ist es jetzt schon eine neue Session? Und ich bin mir nicht sicher, ob ich gegen... Ach du Schande, 34. Ja, ich sollte wirklich vielleicht, steigt drastisch. Ja, verdammt, ich sollte wirklich auf der anderen Route noch ein bisschen umhergeistern. Ach du Schande. Ja, die Verteidigung um 6 zu erhöhen ist nicht gerade sehr toll für mich, habe ich irgendwie das Gefühl. Und dann wechseln wir mal aus. Ja. Bodycheck. Naja, das geht noch. Schade, dass die Rüstung da nicht hilft, aber zum Glück haben wir eine Kraftreserve Elektro auf unserem speziellen Pokémon. Das rettet einem so den Hintern. So, Level 34, dann bin ich auch schon nah dran. So, dein Pokémon-Team war stärker. Dann schauen wir mal. Was ist denn das? Schleichen wir uns an und schauen mal. Wieder nur ein Kecleon. Ich weiß nicht, ich mag das Vieh nicht. Das könnte jetzt ein Wablu sein. Oh, ein Absol. Ich wusste gar nicht, dass es das auf dieser Route gibt. Ich dachte, das ist hier so ein semi-legendäres Pokémon. Na, mal sehen, ob du dich fangen lässt. Ja, natürlich, wenn du so einen Mumpitz machst, wahrscheinlich nicht. Es ist nicht sehr effektiv. Och nee, jetzt kommen wir nicht immer mit Doppelteam. Das ist echt doof. Du darfst nicht Doppelteam. Ach du Schande. Okay, das ist schon mal toll. Superball. So. Es wäre eine Option, aber... Nee, Moment. Geist, Wasser, oder? Was sind die Top 4? Drache, Geist... Auf jeden Fall Unlicht, wenn ich es richtig weiß. Und natürlich Stahl mit Troy. Ich glaube nicht, dass uns ein Unlicht-Pokémon da viel helfen kann. Absolut kann ich kann bevorstehende Naturkatastrophen voraussagen. Es lebt auf einem kargen, zerklüfteten Berg. Hier ist ziemlich viel Wald für zerklüftete Berge. Dieses Pokémon wagt sich nur sehr selten ins Tal herunter. Nein, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben, weil ich nicht glaube, dass es ins Team kommt. Aber dann haben wir auf jeden Fall mal einen Absol. Ich rede jetzt noch hier mit Troy, den habe ich ja vorhin schon gesehen. Ach, du bist einer wie. So sieht man sich wieder. Wie ist es hier gegangen? Ich hoffe, du holst alles aus deinem Mega-Armreif heraus. Na, ich nehme an, um dich und dein Pokémon-Team brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Übrigens, hast du schon bemerkt? Hier befindet sich etwas, das man mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann, Kakleon. Aber wenn man dieses Gerät auf das unsichtbare Etwas richtet... Ach,
Ich spare mir die Erklärung lieber und lass es dich einfach selbst ausprobieren. Aber vorher muss ich dich etwas fragen, Henry. Du und dein Pokémon-Team, seid ihr bereit für einen Kampf? Ja, eigentlich schon. Gut. Nun dann, Henry. Das ist für dich. Probier es mal aus. Die Größe sollte so in Ordnung sein. Eine Scope-Linse, oder wie das Ding heißt. Einer wie setzt Devon Scope ein. Ah, ein Kickleger. Ein Kicklern. Es erschrickt und greift an. Mache ich auch immer, wenn mich irgendetwas anguckt, dann erschrecke ich und ja. Geh nach Hause. nee, greift natürlich an. Mit tödlicher Präzision. Tarnung. Tarnung bereit. Es wird zur Pflanze. Und jetzt wird's nochmal. Auch gut. Oh je, ich kann dich nur töten, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber ich möchte dich gern fangen. Weil ich glaube, du kannst zumindest was andere nicht können, glaube ich. Aber früher war es doch so, dass du Kecleon nur durch sowas bekommen hast. Also nur die unsichtbaren Kecleons konntest du fangen, aber es gab keine Wilden. Also Wild im Sinne von, du kannst im hohen Gras danach gucken. Wäre cooler gewesen. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Dieses Gerät ist übrigens ein Devon Scope. Mit dieser tollen Erfindung kannst du getarnte Pokémon sehen. Ich schenke es dir, hier bitte. Das ist gut, dann können wir zur Arena, aber wie gesagt, vor der Arena habe ich noch ein paar Routen abzugehen. Und das hier ist auch für dich. Ein Sumpex Need. Dieser Stein ist einer meiner 5 Lieblingssteine. Er wird sicher auch dir und deinen Pokémon gefallen. Oh, 5. Ja gut, Sumpex Need. Wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall Gewaltronid. Und, ach, wie heißt Flemly nochmal ausgebildet? Flemly, auf jeden Fall das Vogel Need. Dann noch statt, ich mag Trainer und Pokémon, ich mag Trainer und Pokémon, die ihr Bestes geben. Genau das gefällt mir so an dir. In deinem Beutel hat gerade etwas aufgeleuchtet. Mein Spürsinn sagt mir, dass das ein Stein war. Und zwar nicht irgendein Stein. Nein, das muss ein Meteorit gewesen sein. Aber das ist eigentlich völlig unmöglich. Ich muss mich getäuscht haben. Aber gut, ich mache mich wieder auf den Weg. Ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwo wiedersehen. Also auf jeden Fall von Flemly Entwicklungsstufe Need. Das ist auch eine gute Aussage. Flemly Entwicklungsstufe Need. Hier sind nur Geheimbasen. So, dann... nein, ich möchte kein Pokémon fangen. Reden wir noch mit euch beiden? Na, schau her, hier nehme ich an dich. Ah, okay. Wir können also doch nochmal gegen die kämpfen. Eine Ausforderung von Interviewer Pia und Udo. Magnezone und Krakeelo. Magnezone hat, oh, ich vergesse es immer wieder, ob das, nee, das hatte keine Schwebe. Okay, Erdbeben. Und, um das Ganze für mich etwas leichter zu machen. So. Ich muss Gardevoir nach hinten schicken, die wird nämlich auf der Wasserrouten ziemlich viel. Oh je, es ist gut, dass ich gewechselt habe. Naja, vielleicht nicht gerade unbedingt die beste Sache, aber ja, Gardevoir wird bestimmt auf den Wasserrouten, die ich jetzt noch abgehe, viel. Oh, Magneton hat einen Volltreffer. Ja, wird auf jeden Fall viel EP bekommen, weil Kraftreserve Elektro. Das ist der Beste. 34.
Gut, und damit sind meine Pokémon auch wieder ähnliches Level. Ja, alles im Kasten. Ich mag es aber nicht gefilmt zu werden. Wie war das nochmal? Wut. Weißt du noch, das hast du nach unserem letzten Kampf gesagt. In Erinnerung, übrigens, wie sieht's aus? Ja, natürlich. Ja. Was geht in diesem Kampf vor mich? In mir vor. So. Dieses Mal ist es. Ich muss drüben gucken. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, vielleicht habt ihr auch das Gefühl, dass diese Tastatur, wie ich sie hier jetzt habe, einem wesentlich bekannter ist. Also zumindest für mich. Ich kann viel besser mit dieser Tastatur schreiben, wo die Worte oder wo die Buchstaben nach diesem Prinzip angeordnet sind, wegen den Fingern. 10 Finger schreiben und so, als wenn die alphabetisch angeordnet sind. Ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich das schon länger gewohnt bin. Also, dass man das schon länger gewohnt. Oh, noch ein Absol. Ich war natürlich wieder mal zu schnell. Ja, aber das meinte ich, also man ist es irgendwie gewohnt, dass die, ja, dass A, nee, A als D zum Beispiel steht oder W als D, ist man zum Beispiel sehr gewohnt, finde ich. Und dementsprechend ist natürlich auch die Buchstabensuche auf so einer Tastatur wesentlich einfacher, wenn man das einfach, man ist es gewohnt. So. Oh, jetzt hast du wieder vor Airstrike. Interessant. So, ich brauche hier keine Heilung, weil ich bin eher auf der Durchreise. So. Ach ne, hier muss ich runter. Blitz. Was ist hier? Was ist das hier für ein Pokémon? Normal, das kann ja natürlich nur Kecleon sein. So. So kann ich auch verpasste Trainer aufspüren. Falls es denn solche gibt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich alle Trainer, die mir hier auf diesen Routen begegnet sind, auch herausgefordert habe. So, und da sind wir fast schon am Ende angekommen. So. Wow, ohne einen einzigen Kampf und das, obwohl wir sehr oft durch hohes Gras gegangen sind. Okay, was das für ein Geräusch war, weiß ich jetzt nicht. Und natürlich. Ja, ich gehe jetzt nochmal in Geheimbasen rein, wo ich schon drin war und hier war ich oft genug drin. Aber hier kann man nämlich noch Fahnen klauen und ich kann ja erst ab 30 Fahnen kriege ich ja was Besonderes. Und natürlich für jeden Besuch kriege ich irgendetwas. Kann man das eigentlich auch verkaufen? Also ich meine, ist hier jetzt nicht so, dass. Ich denke mal schon. Also in Pokémon ist ja nicht so, dass man Sachen nicht verkaufen kann. Nicht wie in anderen LPs von mir, wo man Sachen eben nicht verkaufen kann, weil, ja. Weil es halt nicht geht. So. Und jetzt, wenn wir erstmal hier in Malvenfroh sind. Da gibt es nämlich auch eine Route oder ein Stück, wo ich mich schon informiert habe, wo vielleicht etwas sein kann. Ich weiß noch nicht, ob das storytechnisch später kommt oder ob das insgesamt erst, ja, oder ob das wirklich so ein
offener Teil ist, den man selbst erforschen kann. Nämlich dieses Kraftwerk. Dadurch, dass Malvefroh sich extrem verändert hat, ist es natürlich kein Sach von. Das gab es damals schon. So, oh, man kann gleich hier surfen, das ist gut. Dann erledigt sich ein Großteil der Arbeit. Nämlich, wenn ich hier rüber gehe, komme ich zu diesem Gebäude. Lulul. Netzwerkerkennung eingeleitet. Fehlgeschlagen. Zutritt nur für Angestellte von Neubau. Okay. Damit hat sich die Sache schon mal erledigt. Das kommt bestimmt noch später. Ihr werdet euch sicher wundern, warum ist er auf diese. Falsches. Warum ich da hingegangen bin. Ich habe mich nämlich mal, also selten wie ich es tue, habe ich mich mal informiert, was, ja. Oh, ein Pling. Ja, ich habe mich informiert, was ich für Attacken auf meinem Pokémon haben wollte und hatte mir gedacht, Tobutz begegnet. Und hatte mir gedacht, ich sollte doch vielleicht mal gucken, ob ich vielleicht Donnerschock oder sowas lerne. Und naja, ich habe dann geschaut, wo die TM ist. Und die TM, soweit mir bekannt, hätte hier sein sollen. Also kriegt man im Kraftwerk, wenn ich es richtig weiß. Was aber, wenn es wirklich nach Story erst danach bekommen, für die Flugarena ein bisschen doof wäre, weil ich glaube. Na, okay, von meinem Pokémon habe ich jetzt ja schon gute Attacken. Ich meine, ich habe dreimal Steinhagel und einmal Kraftreserve Elektro. Was ich sogar richtig gehofft hatte, falls man das nicht beim letzten Mal rauserkennt. Ja, ich weiß nicht. Ihr nehmt keine Zeit mit dem Kunstwort, weil es einfach zu lahm ist. Aber deswegen bin ich euch nicht böse. So. Tja, da haben wir es ja schon fast wieder geschafft. Vom zeitlichen her. Und das dafür, dass wir eigentlich nur hier zurückgefahren sind. So. Und gleich mal ins Wasser zum Surfen. Ein. Oh je, Level 30. Und ein, wie heißt du, Pelipper? Ja. Ich fänd's cool, wenn Pelipper hier auch, wie im Anime, verschiedene Attacken lernen könnte. Also sowas wie. Oh. Wie Flammenwurf, weil. Das wäre richtig cool. So. Gegenstoß sollte eigentlich nicht viel machen. Und ich will eigentlich hier nur flüchten. Und das ist eine schlechte Idee, das Feuer-Pokémon, das keine effektiven Attacken hat, nach vorne zu setzen. So. Da ist auf jeden Fall schon eine Schwimmerin. Ah, blub, schnell blub, lass uns kämpfen. Einmal saufen, aber kämpfen. Ein Ass-Trainer. Okay. Das ist mir auch neu. Ich habe nicht gewusst, dass Ass-Trainer im Wasser sind. Naja, dann mache ich dich mit einem Style-Move fertig. Aeroass. Okay. Zum Glück habe ich dir deinen Step weggenommen. Das ist immer cool. Bei denen. Man nimmt ihm den Step weg. Step weg. Temposchub.
Ich bin immer noch der Meinung, es... Oh. Makargo? Hallo? Wir sind hier mitten auf dem Wasser. Und du setzt ein Feuer-Pokémon ein. Oh, Moment. Wenn es wirklich Makargo ist, wenn ich... Ja. Cheater. 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 Das Ding entwickelt sich erst auf Level 35. Du kannst es also gar nicht haben. Blub, ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ach komm, mit einem normalen Feuer-Pokémon, ich erwarte hier Wasser. Und alle möglichen Kombinationen mit Wasser. Nee, nee, kann man nicht. So. Ich erinnere mich noch, dass ich diese Routen echt vergessen hatte, als ich damals Rubin gespielt habe. Ja, damals. Vor etlichen Jahren. So, da unten ist noch ein Schwimmer. Schwimmt er hin und her oder schwimmt er auch im Kreis? Ah, der schwimmt auch im Kreis. Zack. Hey, sieh dir mal meine Bauchmuskeln an. Das ist ein Waschbrett, wie er im Buche steht, was? Also die Trainerin da oben war bestimmt eine Überraschung für all die, die sagten, oh ja, ich gehe mit vielen Pflanzen, Pokémon hin wegen Wasser und so. Krebskorn. Krebskorn, Krebskorn. Die Entwicklung ist, finde ich, gar nicht mal so schlecht. So. Irgendwie ist Airstrike schon ein bisschen schwächer geworden. Er tötet nicht mehr sofort. Was nicht unbedingt gut für mich ist. Denn, mein liebes Krebsko, mein liebes Ninkada, du brauchst die Level, denn ich werde dich brauchen. Nicht unbedingt in der Arena, aber... Für den Kampf gegen einen der Top 4 solltest du doch bereit sein. So, und irgendwie haben sie alle Carnivana. Das ist natürlich gut für dich. Trotz der Rauhaut. Ja. Irgendwie. Es ist das Einzige, worin sich wo Airstrike wirklich gut ist, sich selbst zu vernichten. Ja, er hat's versemmelt. Ich übersetze es jetzt immer in Schwäbisch. Du hast vermasselt falsch. Ich hab's versemmelt. So, da ist das. Schauen wir mal auf dieser Seite. Oh, da ist noch. Ah, da sind noch ein paar Strandnixen. Hallo, großer Trainer. Tust du mit mir kämpfen? Die haben es wirklich drauf, diese, ja, deutsch zu bleiben. Hallo, die hat eine Azumarill? Das Ding ist ja größer wie sie selbst, das kann sie als Boje benutzen. Na, ich glaube nicht, dass Aeroas hier... Ach du Schande. Knuddler. Okay. Dann sollten wir vielleicht etwas tun, weil Knuddler könnte wehtun. Aber wen können wir einsetzen, der Knuddler gut aushält? Na, du, nehmen wir dich mal. In der Hoffnung, dass das Ding einfach nur physisch... Ja, natürlich. Dieser Predict. Oh, ich hasse dich auch. So, jetzt setze ich das Pokémon ein, das eigentlich eine schlechte Wahl ist. Von der Tatsache her, dass er nochmal Blubschar einsetzen wird. Naja. Ach, was haben wir hier? Ja. Das sollte eigentlich helfen. Das sollte weniger abziehen. Das war physisch.
Na toll. Die Wahl ist wirklich begrenzt. Und ich wollte doch, dass es sich zum Drachen weiterentwickelt. Tja, hier schluck meine Kraftreserve Elektro. Es ist so seltsam, wie sehr die Attacke mir gerade hilft. Und ich muss bedenken, früher habe ich nie Kraftreserve eingesetzt, aber da war ich auch so doof und habe wirklich nur Move Steps benutzt. Und naja, jetzt bin ich ein bisschen klüger und weiß, dass ein Nicht-Step manchmal wesentlich effektiver sein kann als eine ineffektive Step-Attacke. Oh je, müde. Naja, also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.